Wie kann man mit einem Taschenrechner die Öffnung des Winkels berechnen, den zwei Vektoren u und v bilden? In unserem Beispiel hat u als Koordinate 3, 1, 2 und v hat als Koordinate 1, 4, 3. Der Kosinus des Winkels alpha, den diese zwei Vektoren bilden, kann berechnet werden durch das Skalarprodukt der beiden Vektoren geteilt durch das Produkt ihrer Normen, ihrer Längen. Für unser Beispiel ergibt der Kosinus von Alpha also 13 geteilt durch Quadratwurzel von 14 mal Quadratwurzel aus 26. Durch Kosinus hoch minus 1 auf dem Taschenrechner findet man dann sofort den Winkel Alpha, der ungefähr 47,04802 Grad beträgt. Aber man kann diesen Winkel mit diesem Taschenrechner auch sofort berechnen. Und zwar so. Nehmen wir nochmal den Taschenrechner. Wir tippen auf Menü, Menü. Dann gehen wir auf Feld Nummer 5 für Vektorrechnungen. Also tippen wir die 5 und bestimmen jetzt den ersten Vektor, also tippen wir auf 1. Der Vektor heißt dann A auf dem Taschenrechner. Der Taschenrechner fragt die Dimension, hier sind es 3 Dimensionen, also tippen wir auf 3. 3. Jetzt geben wir hier die Koordinate vom Vektor ein und bestätigen die Eingabe jedes Mal mit Enter. Also geben wir ein 3, 1, 2. Wir geben ein 3, Enter, 1, Enter, 2, Enter. Der erste Vektor ist eingegeben. Jetzt der zweite Vektor. Wir gehen genauso vor. Wir tippen auf Menü, Tipp, wählen das Feld 5 für Vektor. Jetzt tippen wir die 2, weil wir den zweiten Vektor eingeben möchten. Der heißt dann Vektor B. Wir tippen die 2. Dimensionen. Auch V hat 3 Dimensionen. Also tippen wir die 3. Hier geben wir die Koordinate vom Vektor V ein, der auf dem TR B heißt. Die Koordinate ist 1, 4, 3. Wir geben ein 1, Enter, 4, Enter, 3, Enter. Der Vektor B, also hier der Vektor V, ist somit eingegeben. Was möchten wir jetzt machen mit diesen beiden Vektoren? Dazu tippen wir Option, wir möchten eine Vektorrechnung machen, also tippen wir auf 3. Was machen wir mit diesen Vektoren? Wir tippen wieder Option, Pfeil nach unten, wir möchten den Winkel berechnen, also tippen wir auf 3. Jetzt wieder Winkel wovon, also geben wir ein Option, 3 für den ersten Vektor, also 3, ist gemacht. Jetzt möchten wir Vektor A und Vektor B durch ein Semikolon trennen. Das Semikolon steht da. Also tippen wir für Gelb auf Shift und dann auf diese Klammer. So steht das Semikolon da. Jetzt brauchen wir noch den Vektor B, also wieder Option, dieses Mal die 4 für den Vektor B, 4. Diese Klammer hier darf man schließen, muss man aber nicht. Mathematisch sieht es schöner aus, wenn sie geschlossen wird. Und jetzt brauchen wir nur noch die Enter-Taste zu tippen und der Taschenrechner liefert effektiv die Öffnung dieses Winkels, den die beiden Vektoren U und V bilden. Der Taschenrechner steht auf Deck, also sind das effektiv 47,04802 Grad. So kann man mit Taschenrechner sehr schön den Winkel berechnen, den zwei Vektoren